Aber letztes Jahr war das diese Diskussion, da ist Shisha-Rapper entstanden. Okay, haben wir verstanden, wir sind Shisha-Rapper geworden. Wir sind pumpende High-Ones geworden. Also es war so ein offensichtliches Gegenpol, was gebildet wurde zu... Alter, warum filmst du mich so richtig Dings? Nee, ich wollte ein bisschen Nahaufnahme machen. Ich wollte gucken, dass du redest. Dass da so ein bisschen Dings wenigstens kommt. Ich bin so ein Verhörer. Äußere dich jetzt dazu. Nein, ich wollte nur eine gute Aufnahme haben. Auf jeden Fall und... ein Gespräch gab es, das habe ich ja bei dir im Interview gesagt. So. Und, deswegen dachte ich auch, total überraschend kam das für mich. Weil ich dachte, guck mal, ich bin ehrlich zu dir. Jetzt mal ohne Dings übertrieben. Ich habe versucht, die Sache aus dem Weg zu räumen. Warum? Weil für mich ist das Kinderkacke. Und wie wenn Lionel Messi zu Fortuna Düsseldorf wechselt. Okay, das ist hart. Aber ich oder nicht? Was ja, ich. Was gab, Freunde? Mein Name ist Rose, das ist eine neue Folge von Was los? Freunde, diese Woche wieder News, News, News und eine heiße News habe ich für euch. Natürlich KC, KC Rebel, der Rebel von Banger Music. Ihr habt es ja mitbekommen, ich hatte vor ein paar Tagen, habe ich mich getroffen mit Khatar und Haftbefehl, aka Q, aka Holland Job, aka sie haben gesagt, beziehungsweise im Interview hat Khatar eine schwere, ja, mittelschwere Anschuldigung rausgehauen. Und zwar für alle, die es nicht mitbekommen haben, kurze Zusammenfassung: Er sagte, KC Rebel hätte bei all den Streitigkeiten mit Banger Music, die Khatar hatte, oder während der Streitigkeiten, etwa letzten Sommer, so sagt er, Annäherungsversuch gemacht zu Khatar und hätte ihn gebeten, dass er bei AON signen kann. Aber das war ein KC dann irgendwie. Er wollte bei mir sein letzter, weißt du? Er kam zu mir und im Ernst jetzt? Ja, der wollte letzter bei mir sein im Sommer. Okay, weißt du? Krass. Und das nicht nur das ging nicht irgendwie eine Anfrage oder so. Das war wochenlang. Kam er zu meinen Jungs, also nicht direkt zu mir, sondern zu meinen Jungs und meinte irgendwie, ja, keine Ahnung, Banger Vertrag, dies, das und so. Und ob der das machen kann und dann ob der Rücken dann auch gesichert wäre und bla. Jetzt habe ich direkt einen Tag oder zwei Tage nach dieser Geschichte habe ich ja gestern KC getroffen auf dem Brainwash Festival, wo ich war, wo natürlich auch eine sehr große Geschichte passiert ist. Natürlich KC war da, Nemo war da, eine Menge Leute waren da, Zilla war da. Natürlich war aber auch da AZ und Kool Savas, sind beide auf die Bühne gegangen. Das habe ich für euch gefilmt. Ich habe ein Was los mit den beiden. Nach so vielen Jahren habe ich es geschafft, ein Was los mit beiden gleichzeitig zu machen. Ihr habt es ja gesehen, also das kommt noch diese Woche, Freunde. Aber jetzt mal ganz kurz, einfach nur ein Statement von KC. Ich habe ihn direkt nach der Bühne erwischt. Wir haben uns verpasst. Er kam, ist direkt auf die Bühne, habe ich ihn abgefangen für euch. Und habe direkt gesagt, Bruder, mach nicht diese Filme auf uns. Was sagst du dazu? Hast ja gehört und so, was sagst du dazu? Also, Freunde, ich halte das Intro wie immer kurz. Hört mal kurz rein, was KC sagt. Und wir sehen uns gleich nach diesem Statement sofort wieder. Ja, jetzt wieder bei Kool Savas am Start. Ne? Du warst ja auch bei Rapco Good auch schon am Start. Hat der dich angerufen und hat gesagt, einfach komm am Start? Ja, genau. Also er hat mich gefragt, ob wir das gemeinsam machen können und ich hatte auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe sie nicht abgeschlagen, obwohl ich dieses Jahr echt gar keinen Auftritt angenommen habe. Das sind die einzigen beiden Auftritte. Wollte ich gerade sagen, du hast ja nichts gemacht. Ne? Du wolltest Power auf das neue Album geben, ne? Ja, voll. Guckst du denn zwischendurch meine Interviews? Guckst du zwischendurch, was los? Hast du News mitbekommen? Ja, ich hab das mitbekommen. Hast du, es gab einen kleinen Vorwurf beim Raum. Ja. Von Khatar. Okay, muss ich mich dazu äußern? Nimmst du mich so in die... Ich nehm's gerade auf, du kannst, musst ja nicht sagen. Ja, Digga, was soll ich dir sagen, Alter? Das ist eine alberne Geschichte, da überhaupt zu sagen, so, dass das nicht so ist, ist total schwachsinnig. Was soll ich dir sagen? Das ist die Promokeule, die immer einmal im Jahr rausgeschlagen wird. Also ich habe den nicht gefragt, ob ich einen Deal bei dem haben kann. Warum soll ich den noch fragen? Wer ist er denn? Ich habe nichts gegen AON, nichts gegen die Künstler. Da sind ein paar gute Künstler dabei. Nichts gegen Sio, nichts gegen Kalim. Schwester Eva habe ich in der Vergangenheit gearbeitet. Ja. Aber wenn man jetzt ehrlich ist, so
ohne übertriebenes Waffengelaber. Ja. Wie kommt der aber da drauf? Warte, ich möchte meinen Satz aussprechen. Entschuldigung. Dann verkaufe ich mehr als die alle zusammen. Ja. So, was hat das für einen Sinn für mich, dass ich... Das haben viele gesagt. Dass ich da hingehe, muss ja jetzt nicht Dings. Muss ja jetzt, viele haben gesagt, das wäre sinnlos irgendwie. Aber ich habe mich gefragt, so beim Interview... Ich mache jetzt mein viertes Album bei Banger Musik. Ja. Ich bin mega zufrieden. Die Arbeit, die leisten, so zeigt mir jemanden, der jetzt Dings. Das auf diesem Niveau machen das sehr wenige andere... Fast gar keiner, würde ich behaupten, einfach mal so. Und das wäre einfach geisteskrank, jetzt zu sagen, ich möchte woanders hin. Banger Musik ist meine Dings, ist mein Zuhause, ist meine Farid und bla 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 und jeder andere, der da ist. Jam, Majo, Jasko, die Jungs, die dahinter stehen, vor allem auch, mit denen ich tagtäglich zu tun habe. Hey, ihr seid ja auch Family, also das ist ja so ein. Das wäre wie wenn Lionel Messi zu Fortuna Düsseldorf wechselt. Okay, das ist hart. Aber ich oder nicht? Ja, ich. Ich lasse es mal offen, aber vielleicht ist. Aber ey, mir ist egal, Mann. Nein, ich will nur sagen. Ich hab keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit für so eine Kinderkacke. Ich dachte dir ganz ehrlich, Abo, was ist da los? Uiuiui, da war ein bisschen wild. Fanshit. Ich habe keine Zeit, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Und jeder soll machen, wie er machen will. Weil, aber letztes Jahr war das diese Diskussion, da ist Shisha-Rapper entstanden. Okay, haben wir verstanden, wir sind Shisha-Rapper geworden. Wir sind pumpende High-Ones geworden. Also es war so ein offensichtliches Gegenpol, was gebildet wurde zu... Alter, warum filmst du mich so richtig Dings? Nee, ich wollte ein bisschen Nahaufnahme machen. Ich wollte gucken, dass du redest. Dass das so ein bisschen Dings wenigstens kommt? Ich bin so ein Verhör. Äußer dich jetzt dazu. Nein, ich wollte nur eine gute Aufnahme haben. Auf jeden Fall. Und ein Gespräch gab es, das habe ich ja bei dir im Interview gesagt. So. Und, deswegen dachte ich auch, total überraschend kam das für mich, weil ich dachte, ich habe versucht, guck mal, ich bin ehrlich zu dir, jetzt mal ohne Dings übertrieben, ich habe versucht, die Sache aus dem Weg zu räumen, warum, weil für mich ist das Kinderkacke und Dings, wir sind so aus einer Ecke und diese Gutmütigkeit von mir, dass man denkt, okay, da kann immer so Dings, da kann immer so vielleicht mal was Cooles entstehen oder so, damit liege ich einfach falsch, so, ich habe jetzt einfach für mich selber gemerkt, nach dieser Aktion habe ich jetzt für mich selber richtig gemerkt, jeder versucht und tut und macht und was, damit er nur so ein paar CDs mehr verkauft. Aber am Ende des Tages, sprechen die Zahlen für sich. Du kannst die Leute nicht anlügen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und mit so einer Dings, mit so erfundenen Geschichten, dann mehr Geld zu verdienen, mehr Platten zu verkaufen. Ich bin damit beschäftigt, wie ich mein Geld ausgebe. Ich bin ein junger Unternehmer. Ich bin ein erfolgreicher Musikkünstler und ich will nur positiven Vibe. Und ich möchte mit dir am liebsten darüber reden, was ich mit meinem Album alles rasiert habe dieses Jahr. Wen ich alles auseinandergenommen habe. Nicht, dass das jetzt irgendwie so ein Dingsalbum ist. Was ich alles für eine Power reingesteckt habe, um mich weiterzuentwickeln. Weil ich will Qualität reden lassen. Ja. Ich will meine Musik sprechen lassen. Und ich möchte nicht nur, weil es bei mir jetzt ein bisschen schlecht läuft, dann versuchen, so ekelhafte Sachen zu machen und schon wieder so eine Promokeule zu schwingen. Darauf habe ich einfach keinen Bock. Positive Vibes. Ja gut, ja, zu deinem neuen Album werden wir uns ja sehen. Du bist ja in Hamburg. Also mich jetzt nur, das wollte ich mich fragen. Wenn du Bock hast, ich habe dich gerade vor der Bühne, ich habe gedacht, du willst Luft holen. Nee, für Album treffen wir uns sowieso nochmal. Mir war das Richtige. Schon klar, als ich dich gesehen habe. Du wusstest, Rus, worauf du hinaus willst. Das war mir schon ganz, ganz gut klar. Gut, danke, Rudi. Yes, yo, Freunde. Ja, das ist so quasi das Statement von Casey Rebel. Jetzt seid ihr dran, schreibt mir in die Kommentare, was ist eure Meinung? Was sagt ihr zu der ganzen Sache? Ist das eigentlich gar nicht so ein Aufreger? Ist das ein Aufreger? Ist das glaubwürdig? Ist das nicht glaubwürdig? Bitte in die Kommentare damit. Und ja, ich bin gespannt. Ich werde Casey natürlich treffen. Also nach Hörensagen, wie ich von Leuten höre, die mit ihm produzieren, Leute, die mit ihm unterwegs sind, es soll ein Monsteralbum werden. Ich werde mich dazu natürlich nochmal mit ihm länger treffen, wenn mal ein Release-Date ansteht und so. Die waren unterwegs. Casey hat mir gesagt, die waren einen Monat in Schweden, einen Monat da, einen Monat hier, jetzt sind die gerade in Hamburg. Also es wird auf jeden Fall ein Knaller, ist man ja gewöhnt von Casey. Jetzt musikalisch brauchen wir nicht reden, das ist ja klar. Da werde ich mich nochmal mit ihm treffen. Postet einfach eure Fragen, die ihr an Casey habt, unten in die Kommentare. Natürlich auch eure Meinung zu dieser ganzen Geschichte, Rata Casey. Und dann schaue ich mir das an und beim nächsten Treffen kann ich ja checken, was ihr so am Start habt. Diese Woche natürlich auch heiß gewesen, Rolly ist raus von Shindy. Erste Single vom neuen Album.
ich weiß gar nicht, ob jetzt schon Release-Date bekannt war, aber Rolly 1, nicer Track auf jeden Fall, auch produziert von OZ. Den jungen Mann, ich lasse mich keinen Scheiß labern, das ist auch aus Österreich. Ich glaube, Homeboy Nazar hat ihn so ein bisschen als erstes gepusht oder auf eine Landkarte gebracht. Und der Typ ist ja echt krass, also produziert für, hast du nicht gesehen, Drake, Make und so. Ja, diese ganze neue Schiene aus Amerika. Daher war es auch klar, dass er so gut zu Shindy passt. Ich glaube auch, dass er eine Sekunde oder zwei im Video zu sehen ist bei Rolly, falls ihr ihn gesehen habt. Auf dem Basketballkorb, wo es brennt, glaube ich. Meine ich ihn gesehen zu haben. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Nur ein Foto, daher bin ich nicht ganz sicher. Freunde, auf jeden Fall Grüße an Shindy und Ozzy. Das ist ein nicer Track. Auch ein sehr schönes Video. Ein sehr aufwendiges Video auch wieder. Viele Spots, viele Faxen, Brände, dies, Brände, das. Auch Shindy, auch Ali natürlich und Bu im Video. Die supporten hier natürlich. Ja, noch eine klitzekleine News. SDK ist auf einem Album von Ziggy, Alhamdulillah, was am 18. November, glaube ich, erscheint. Ist jetzt, natürlich schockt jetzt nicht mehr die Oma. Aber bei SDK ist er klar, ist er Homeboy, ist er Team. Aber ja, ich bin gespannt. Ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß selber noch gar nicht, wer alles auf Alhamdulillah drauf ist auf dem Album. Heißt das Album wirklich Alhamdulillah? Was laber ich denn für eine Scheiße? Nein, natürlich. Boah, ich bin so behindert. Ich bin so durcheinander. Das ist das goldene Album. Einmal bitte. Nein, Alhamdulillah. Okay, Rewind. Auf dem Album, goldene Album. Genau, erste Single Alhamdulillah. Da ist SDK drauf. Punkt. So, ansonsten, ja, ihr habt wahrscheinlich jetzt schon gesehen, ich mache mal hier Out for Fame auf. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, Arias neue On-Point-Folge heute. Zieht euch auf ihre, ich weiß gerade nicht, wer von uns zuerst heute erscheint. Schaut euch Aria ran. On-Point hat wieder was Cooles von euch zusammengefasst. Seine Sendung funktioniert ja mal so. Er nimmt sich einen Kommentar von euch und dann behandelt er das. Ja. Und noch ein Hinweis, Freunde. Out for Fame wird eins mieses Festival, Freunde. Ich sage euch. Ja. Hier in Wesel. Ruhrgebiet, 3 Tage lang, ich moderiere und, was sage ich immer, Wesel eigentlich? Ich sage jetzt schon dritten Mal Wesel, das ist gar nicht ein Wesel, das ist ein Hüngste. Ja, das ist halt so irgendwo zwischen Hüngste und Bottrop. Natürlich, ich meine, ich brauche euch nicht erzählen, die genauen Infos findet ihr alle auf outforfilmfestival.com oder auf hiphop.de. Natürlich, ich bin am Start. Ich will euch nur mal ganz kurz sagen, Alter, ich sag euch eine Sache, es ist Rick Ross da, alles aus. Alles aus. Und dann ist Caris da. Ja? Für Leute, die nicht wissen, Caris ist alles aus. Wobei man natürlich nicht weiß, wie der live sein wird. Ja, weil ich habe ja SCH auf dem Frauenfeld gesehen. Wirklich, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe euch ja gesagt, das ist so mein geheimer Favorit. So. Ich habe mich sehr gefreut, war direkt an der Bühne neben ihn, hat mir reingezogen. Aber das war live jetzt schwierig, ja, das ist komplett auf Band, nur hat es gedoubled die ganze Zeit. Und ja, Rockstar-Shit. Schaut euch dazu die Frauenfeld-Folge an, da haben wir viel darüber geredet. Ja, natürlich auch Homeboys aus, ja, natürlich Legenden aus Ruhrgebiet, brauchen wir nicht reden. Pilat, Manuel sind dies, das. Ja, ich wollte euch jetzt, also ich mache jetzt noch eine Out for Fame-Special-Folge. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir dann und schreibt mir gerne, ob ihr da seid. Und dann machen wir nochmal so eine Folge, aber... Sido, Kool Savas werden da sein. Ich kann euch nur sagen, die haben das Frauenfeld abgerissen. Sido hat, glaube ich, gewonnen. Bester Live-Act auf dem Frauenfeld wurde gewotet von allen Besuchern. Und noch vor Macklemore, noch vor jedem. Sigi hat gewonnen. Ich habe es euch ja schon noch vorher gesagt, dass er einen miesen Abriss gemacht hat da. Also den live zu sehen. Und meine Favorites, so, die ich gerne sehen will, sind auf jeden Fall... Caris, Rick Ross und dann natürlich Slick Rick. Wird jetzt vielen jüngeren Leuten gar nichts mehr sagen, aber ist halt einer, als ich so jung war wie ihr, war Slick Rick. Auch damals war er jetzt nicht so der, so wie, sagen wir mal, so keine Ahnung, Rick Ross oder so. Das war einfach so, das ist der Typ, der, glaube ich, das Geschichten erzählen auf dem Track erfunden hat, so ein bisschen. Ne? What's up, was ist das? So. Auf jeden Fall, Freunde, wirklich, ich freue mich sehr. Out for Fame, Freunde. Kommt am Start, ich sage euch. Ja. Quatsch mich nicht nachher voll, Roos und so, wo bist du? Ja, ich bin da. An diesem Wochenende, ich da weiß ja, ist letzte Wochenende im Monat, glaube ich. Hier, 29., 30., 31.
July, wie Anwälte sagen, kommt am Start, ich freue mich auf euch. Und jetzt mache ich noch einen Karate-Move und dann bin ich raus. Also Freunde, Gangzeichen, damit ihr wisst, das hier ist eine Hip-Hop-Sendung und noch, wie versprochen, ein Karate-Move. Ja! So, danke fürs Zuschauen. Abonniert den Channel hiphop.de. Like dieses Video, wenn du sagst, Bruce, ja Bruce, du bist unser Mann, du bist unterwegs, holst die heißesten Shit, holst hier, da, Statements, mach Statements. Achso ja, wenn ihr das guckt, wenn ihr das jetzt guckt an einem Montag, wenn ihr das jetzt gerade heute am Montag guckt, bin ich jetzt auf dem Weg zu Manuelsen. Es gibt nämlich ein neues Manuelsen-Interview. Alles aus. Kein Geld für Effekte, also muss man sagen.